Und ich Vollidiot habe vergessen, auf Dingsbums zu drücken. Ist egal, wir sind ja nur hier reingekommen und haben die Leute untersucht. So, eins. Zusammengehörig. Unter zusammengehörigen Exponaten soll was sein, das sie gemeinsam haben. Ich glaube, dass hier keiner von denen echt ist. So, Exponaten. Ich würde sagen, hier. Sarkophag des Königs. Sarkophag des Königs. Versteinerte Muschel. Altes Funkelrelief. Holzvogel. Urne, die was zusammen haben. Hau ab! Warte mal, ich glaube, ich muss die mit den Zahlen. So, zuerst die Nummer 1. Ah, falscher Knopf. So, ja, das ist ja schon relativ simpel. Gut, ich bin auch nicht die Zielgruppe. Ah, falscher Knopf. Ich verkack's trotzdem. Yay! Also ich werde die Story auf jeden Fall durchspielen. Lass die Statuen nicht an. Ich habe sie poliert. Du willst doch nur, dass ich die eine nicht rumdrehe. So, die 3. Nehmen wir mit. Machen wir mal auf. Also, da ist bestimmt wieder was Cooles drin. Super. Ich muss erst die 4 machen. Aber hier ist bestimmt was Besonderes drin. Warte mal. Aber der steckt fest. Warte mal. Kann ich die jetzt rumdrehen? Da müsste doch irgendwas passieren. Da
Habt ihr so eine komische Vorahnung? Haha! Sieht zwar so dumm aus, aber bin ich ganz so dumm, wie ich aussehe. Können wir wieder Kleider freischalten? Wunderbar. Toll, du hast den Boden repariert. Mehr oder weniger. Wie gefällt dir das Spiel denn, Yuna? Bis jetzt. Es geht. Ich finde es eigentlich ganz okay. Klar, wir sind jetzt wahrscheinlich vom Alter her nicht die Zielgruppe. Aber... ist jetzt auch nicht schlecht. Ist auf jeden Fall sehr... Mir gefällt das Abwechslungsreiche. Hier drüben, Detektivin. Ich bin es. Der Hilfsdetektiv? Was machst du denn hier? Wie meinst du das? Ich suche natürlich auch nach dem Detektiv Funkeli, genau wie ihr. Und mein Detektiv sagt mir, dass er in diesem Raum gefangen gehalten wird. Es gibt ein kleines Problem. Wir haben es mit 4 Detektivfunkli zu tun. Bitte finde den echten. Wir werden uns erneut treffen. Ich habe das Gefühl, dass der irgendwie... schon seltsam. Hier hätte ich den Detektiv... Ich habe das Gefühl, dass der... Aber egal, sprechen wir mit ihnen und finden heraus, wer der echte ist. Bestätige deine Vermutung mit dem Geistesblitz. Ich bin der echte Detektiv Funkeli. Schnell! Verlass dich auf deinen Intuitionsblitz. Ich bin es, der wahre Detektiv Funkeli. Schön, dass du es bisher geschafft hast. Es ist viel passiert, seit die große Frau Grape mich gefangen hat. Verschwinden wir schnell. Die große Frau Grape. Ich muss nichts weiter sagen. Ich glaube an dein Können als Detektiv. Ein Geistesblitz wird dich zur Wahrheit führen. Ich bin der echte Detektiv Funkeli. Wir hauen ab und lösen den Fall schneller, als du verstellte Stimme sagen kannst. Wenn wir hier raus sind, wie wäre es, wenn ich dich zu meiner Oberhilfsdetektivin ernenne? Ich habe das Gefühl, er ist das. Der eine hat Großfrau Grape gesagt. Ja, das war komisch. Der andere hat gesagt, irgendwas mit Dingsbums, Intuitionsblitz. Ich hatte keine Zweifel, dass das Problem, dass die Lösung des Problems finden ist. Wir sollten nun fliehen. Eine Sackgasse, hier kommen wir wohl nicht raus. Sehen wir uns etwas um, vielleicht entdecken wir eine nützliche Spur. Ein Gemälde des Schmolosses, wer das wohl gemalt hat? Modell des Museums, sieh nur, wie detailliert ist es. Eine Menge Arbeit. Ein Stapel Papier, was wohl auf den Blättern steht? Oh, gar nichts. Sein Globus, na, findet man, findest du? Oh, komm schon. Wirklich großes Vergrößerungsglas. Viel zu groß, um es mitzunehmen. Wenn man einen Blick in die Bücher wirft, da dachte ich es mir. Hier, was hier drin steht, ist mir zu schwierig.
das hier so komisch gefunkelt? Immerhin bisher in einem Game, wo du die Devs noch nicht hart geflamed hast. Sie hätte der Reim sollen, aus dem wir gekommen sind. Wie seltsam. Wir sehen uns, wir scheinen uns in einer anderen Dimension zu befinden, aber hier irgendwo muss es einen Hinweis geben, der uns weiterhilft. Zuerst einmal habe ich ein Foto des Raums aufgenommen. Das wird noch nützlich sein. Ich habe das Gefühl, dass das hier... Hier hat sich was geändert, meine ich. Sind hier wohl gefangen, ne? Zumindest an Anschein. Es muss einen Hinweis geben, wer die Flucht. Ich werde das Foto von vorhin an die Wand hängen. Vielleicht kann es uns von Nutzen sein. Ich habe das Gefühl, die Lupe ist hier nicht. Ja, gibt es. Das hier ist anders. Zu dem du die Devs noch nicht geflamed hast. Wir haben trotzdem Müll gemacht, weil die Frame Rate hier echt für den Arsch ist. Hier finden. Also ein Stern drin. Die Dinger brauchen wir ja, um weiterzukommen. Ich hoffe, ich finde genug. Detektiv. Hier entlang, Detektiv, schnell. Wenn das nicht mein Hilfsdetektiv ist und du warst sogar schon vor uns hier. Ja. Dort ist der Ausgang, beeilen wir uns. Lass uns noch einen kurzen Moment warten. Zuerst möchte ich dir einige Fragen stellen. Wie du weißt, liegt auf dem Sofa in unserem Büro kein einziges Kissen. Ausgenommen, du wolltest ein Kissen für das Sofa kaufen. Welche Farbe würdest du wählen? Lila wäre ganz hübsch. Sehr gut. Als nächstes, du bist um 9 Uhr verabredet. Wann kommst du am Treffpunkt an? 5 vor, hat er gesagt. Zumindest ist die Antwort einfach. Wenn man jemanden um 9 Uhr treffen möchte, ist man auch um 9 Uhr da. Ah, verstehe. Dann noch meine letzte Frage. Was hältst du von dieser Grape? Ich glaube... Der beantwortet alle Fragen, nicht alle Fragen richtig. Und der arbeitet für die Grape, der kleine Hilfsdetektiv.
Ach, die gute Frau Gray. Ich meine, genug mit diesen unsinnigen Fragen. Wir müssen durch diesen Ausgang fliehen. Ausgezeichnet. Wir haben alle Antworten, die wir brauchen. Ein guter Hilfsdetektiv ist 5 Minuten vorher da, hast du gesagt. Wusste ich's doch. Ich wusste es. Dieser Ausgang, dieser Hilfsdetektiv, beides eine Täuschung. Und habe den wahren Ausgang gefunden. Schnell weg von hier. Das war interessant. Thank you so much. Tja, da kann sich Detektiv Conn aber nur eine Scheibe abschneiden. Habe ich früher auch gerne geguckt. Ups. Detektiv Conn. So, dann will ich noch mal kurz mein Dingsbums laden. So, was haben wir denn hier? Hier brauchen wir noch einen und brauchen wir noch zwei. Also 3 Stück, 4. 4 brauchen wir noch. Den müssen wir jetzt auch noch befreien. Showtime. La 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 la. Ninja! Bereite dich auf dein Ende vor. Welch bedauerliche Wohnung. Ich glaube, so hätte ich hier gar nicht kommen müssen. Ich stehe in deiner Schuld. Dein Können ist sehr beeindruckend. Nun sollten wir besser von hier verschwinden. Unser Ziel ist der Turm. Die Turmspitze könnte ein Fluchtweg sein. Komm, let's go. Jetzt laber nicht viel, sondern hopp. Ach ja, der kann also die Technik der Schatten. Und ich kann das nicht.
Das ist ja gemein. Ich will auch die Technik der Schatten können. Den nehme ich mit. Oh, eigentlich hätte ich mir das Ghost of Tsushima DLC holen. Oh, das darf ich nicht so laut sagen. Es gibt ein DLC von Ghost of Tsushima. Interessiert natürlich keinen. Das sah irgendwie ein Bambusrohr. Fuck. Hat er gerade einen fahren lassen? Warum die so gemacht haben oder was? Ich finde einfach die Vorstellung gerade sehr romantisch, dass er neben Prinzessin Peach einfach so richtig hart einen ziehen lassen. Da wären wir also. Schnell auf den Turm. Das war eine Stinkbombe. Aus dem Anus. Ja, es gibt kein Entkommen. Ihr beide. Bleib standhaft. Unser Wille ist stark. Aber das Fleisch ist schwach. Was war das denn? Die Musik finde ich einfach geil. Gemeinsam können wir besiegen. Ja. Ich habe nur den Opa nicht gerettet. Ich müsste fast jeden Kurs nochmal neu machen, wenn ich irgendwann mal einen 100% Run machen will. Aber. Ja, Entschuldigung. So, jetzt sind wir hier im Keller fertig.